Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Dota 2 Nachcommentary meinerseits. Das wird natürlich auch in der Let's Play-Kategorie von Dota 2 zu finden sein. Tatsächlich ist ja das neue Update jetzt rausgekommen. 7.07 ist das jetzt, glaube ich. Auf jeden Fall das Dueling Fates Update. Und die Patch Notes kamen am 30. November raus und ich hatte eigentlich mir vorgenommen, ein Video über die Patch Notes zu machen, was mein erster Eindruck ist, was ich bedenklich finde. Oder was ich tatsächlich auch gut finde. Denn das sind wahrscheinlich die Patch Notes, die seit 7.0 so die meisten Leute auseinandergebracht haben. Im Sinne von, oh, das ist gut, oh, das ist schlecht. Generell, es ist ja immer in verschiedene Lager geteilt, wenn ein Patch kommt, egal bei welchem Spiel. Aber dieses Mal eben genauso wie bei 7.0 hat sich das so angefühlt, als wäre das extrem gewesen. Viele Leute sagen, dass Dota in die Richtung von League of Legends geht. Viele Leute sagen, dass es schlecht ist. Viele Leute sagen, dies, das. Und das ist tatsächlich einer der ersten Updates, bei denen ich nicht von vornherein komplett negativ eingestimmt war, sage ich mal, gegenüber dem Update. Nichtsdestotrotz, ich wollte ein Video machen zu den Patch Notes. Allerdings bin ich dazu zeitlich nicht gekommen, denn an Halloween, also am 31. Haben Michi, Caps und ich so ungefähr 6, 7, 8 Stunden auf dem Testserver gespielt, so die neuen Helden ausprobiert, gegen Bots gespielt und ein bisschen auch die neuen Talente der anderen Helden ausprobiert. Und ja, das lief tatsächlich besser als erwartet, das Ganze. Ich finde, die beiden neuen Helden, also einmal dieses Gürteltier-ähnliche Viech, was wir jetzt hier auch gerade eben sehen, finde ich nicht so stark. Es ist zwar ein Carry und man hat viele Möglichkeiten, den Gegner Schaden zuzufügen und generell, man muss aufpassen, wie man gegen ihn vorgeht, finde ich, da er dann doch relativ schnell mit seiner Resistenz, mit seinem Bonus, schnell ein bisschen schwieriger wird zu töten, finde ich den Held nicht wirklich zu stark, wie es beispielsweise beim Monkey King der Fall war. Auch die Fee, die Dark Willow, die hat mir am meisten Spaß gemacht, tatsächlich zu spielen gegen die Bots. Da du bist halt dieser Support, der halt 2 Milliarden Disables hat, aber dann trotzdem relativ schnell sterben kann. Das sind so Dinge, die ich halt wirklich geil finde. Und ja, wir spielen hier einen neuen Modus, den es in Dota 2 gibt, namens Dota Turbo. Und Dota Turbo ist im Endeffekt der Modus, wo ihr schneller Geld bekommt, schneller XP bekommt, die Tower viel weaker sind. Und so generell alles einfach gefühlt schneller passiert. Ihr könnt überall kaufen. Das ist ja natürlich etwas, was der normale Dota-Spieler eigentlich vielleicht sogar ziemlich verwirrend findet. Denn ihr kauft das Item und es ist instant in eurem Inventar, egal wo ihr euch befindet. Das ist tatsächlich eigentlich für Dota-Verhältnisse ziemlich ungewöhnlich. Und ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Dota Turbo jetzt. Es war eine ziemlich geile Runde tatsächlich. Das war die erste Runde, die wir dann auch wirklich gespielt haben. Das haben wir irgendwie nachts am 1. November so gespielt, nachdem das Update live gekommen ist. Der Michi und ich und war tatsächlich ganz cool. Er hat sich den Tiny gepickt für die Midlane. Ich war natürlich dann oben. Lich, Hardlane Support funktioniert natürlich immer auch mit dem Hardlane Pack. Und der Pack war gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ich fand, der Pack hat das ziemlich gut gemacht, ziemlich gut gespielt tatsächlich. Ich war halt einfach da und habe Dinge getan. So Support-Stuff, würde ich mal behaupten. Und es war halt ziemlich amazing, weil, wie gesagt, man bekommt mehr Gold und mehr Experience. Das heißt, man hat einen größeren Spielraum, Dinge zu tun. Ergo kann man halt sich mehr Sachen kaufen oder zumindest Sachen schneller kaufen. Und irgendwann ist unsere Anti-Mage, in Minute 12 war das, glaube ich, wo Michi das erwähnt hatte, mit dem Battle Fury und mit dem Herz einfach dann getowerdive bis Tier 4 hintere. Und das war halt einfach sick. So, der hat uns halt richtig hart das Game gewonnen. Und ihr werdet dann im Laufe des All-Chats in diesem Commentary oder in diesem Gameplay-Analyse Dota 2-Video merken, wie der Packner sich darüber beschwert hat, wie stark jetzt dieses Spiel sich an LOL orientiert. Das ist natürlich mal die eine Sache zu sagen, orientiert sich Dota 2, der normale Modus, All-Pick, Ranked etc. pp. An League of Legends. Muss ich sagen,
Naja, nein. Vielleicht könnte man es meinen mit den Helden, die reingekommen sind, mit den, gerade auch mit dem Armadillo, hier also mit Pangolion heißt der, glaube ich, das Gürteltier. Das ist der erste Vortex-Spell so in Dota 2, mit seinem Q, sein Dash, weil ihr könnt halt nach vorne dashen und halt auch in die Richtung dann Schaden machen, oder ihr dasht nach vorne, aber tut in die entgegengesetzte Richtung diesen Schaden ausführen. So, das ist das erste Mal, dass es das gibt. Blöd gesagt, Dark Willow ist auch der erste Held mit zwei voneinander unabhängigen Ultimates, die man dennoch nicht gleichzeitig casten kann. Zumindestens gibt es keinen wirklich anderen Held, wo das halt wirklich geht. Invoke würde ich dazu nicht dazu zählen, weil die Ultimate ja Invoke ist und der Rest eigentlich normale Fähigkeiten. Ganz blöd gesagt. Aber so generell fühlt sich das Update bis jetzt gut an. Das, was ich auf dem Testserver spielen konnte, die letzten paar Stunden. Aber auch natürlich durch die erste Runde hier ist man natürlich dann auch gestärkt an das Update rangegangen. Das ist immer so eine Motivationssache. Wenn ihr am Anfang richtig hart auf die Fresse bekommt, habt ihr keinen Bock auf das Update. Das war vor fast genau einem Jahr so. Oder war es vor 2 Jahren? Mit dem Arc Warden Patch. Der war ja ziemlich bad. So von der Umsetzung her und alles. Und alles war halt einfach OP. Und ja, ihr seht hier gerade auch diesen Stun. Oder einer der Stunts, der Dark Willow hat. Ich finde, Dark Willow ist halt so dieser AOE Stun-Typi. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt an sich. Sie ist halt ein ziemlich geiler Supporter so. Sie hat zwar keinen wirklichen Heal, aber sie hat dann trotzdem irgendwie eine Nuke. Sie hat dann trotzdem irgendwie ziemlich viel Disable oder zumindest Root und Stun. Und sie hat einen Damage-Spell. Und sowas halt, ja. Also sie ist halt nicht so dieser klassische Supporter, wie du dir ihn vorstellst, der halt da ist, dich healt, Dinge tut für dich, sondern ich glaube, sie ist eher so ein aktiver Supporter, mit dem man auch im Early Game viel erreichen kann durch Ganks. Ich bin gespannt, wie man die Helden spielen wird in der Pro-Scene oder wie es halt die Pros spielen werden in ihren Streams und dann halt wirklich auch in den Turnieren. Das ist ja dann immer so eine Geschichte, wo man halt wirklich ein bisschen sich auch anpassen kann, denke ich so. Weil in Public spielt man halt natürlich das generell anders. Auch in Ranked spielt man ja Helden anders. Aber wenn man es ja ein Pro ist, sage ich mal, und einfach in der Pro League spielt, so wie es ja jetzt auch die ESL in Hamburg war letztes Wochenende, da spielt man das Ganze natürlich viel anders. Und das bedeutet, da man es anders spielt, sieht man das vielleicht auch ein bisschen anders, wie ein Held funktionieren kann, ja. Team Liquid beispielsweise mit dem Keep of the Light und Earthshaker und all diese Helden und auch Broodmother, das sind alles so Helden, auf die man vielleicht am Anfang gar nicht so kommt, auch wenn sie vielleicht in der Meta drin sind, aber du kommst halt einfach nicht auf diesen Held, weil warum? Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so Dinge, die halt, weiß nicht, ja. Bin gespannt, wie sich das Update entwickeln wird. So von den neuen Updates her, von den neuen Items her, weiß ich gerade gar nicht so. Das beste Item oder das Item, was mir da am meisten bis jetzt gefallen hat, ist was. Oh, das war auch geil, ja. Sentry Ward platziert, Ricky ist da, RIP Ricky. Die Items, die mir bis am besten gefallen haben, ist wahrscheinlich das Mana-Schwert. Kaya heißt das, glaube ich. Oder sollte Kaya heißen. Das ist ziemlich nice. Wobei mir auch das Upgrade für die Urn of Shadow wirklich gefallen hat. Das ist auch ziemlich insane. Aber die anderen Items, mal schauen, vor allem diese Meteor Hammer ist halt, ich weiß nicht, der ist eher so, okay, keine Ahnung. Irgendwann wird es vielleicht mal cool sein, wenn Support den hat, aber es ist halt so wie bei der Lotus Orb. Ja, als die reingekommen ist, kaum einer hat die verwendet und jetzt, selbst glaube ich nach einem Jahr, hat die Lotus Orb erst wirklich ihre Verwendung wirklich gefunden. Und das ist halt dann doch irgendwo krass. Hier richtig nice gebaitet. Aber ich finde, der Pack hat ziemlich gut gespielt. Also, ich weiß nicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Gegnerteam war halt richtig hart getiltet. Verständlicherweise irgendwo. Weil, ich meine, Dota Turbo, ja, was erwartest du dir? Ja, das ist ja eher so ein Imba-Modus. Ganz salopp gesagt. Im Endeffekt, ja. Das erinnert jetzt wirklich eher so an diese Arcade-Modi. Hier sehen wir auch nochmal die Ultimate von dem Gürteltierchen.
Ist ja eher so eine Arcade-Modi, wo man halt Spaß dran hat und vielleicht auch den neueren Spielern, zumindest das ja auch die Idee dahinter, zeigt, wie Dota funktionieren kann oder wie halt Dota generell funktioniert. Ich allerdings sehe das ein bisschen bedenklich. Zum einen, ich glaube nicht, dass dieser Modus repräsentativ sein kann, Dota wirklich den Anfängern beizubringen, weil ich sehe jetzt halt hier schon Dinge, die man so in einem normalen Spiel nie machen würde oder könnte, weil das einfach unmöglich ist, weil das einfach, das kann man einfach nicht machen. Du kannst nicht in Minute 9 einen Anti-Mage mit einem Herz und einem Battle Fury haben, das ist total surreal. Minute 9 als Anti-Mage in einem normalen Spiel einen Battle Fury und Boots zu haben, ist schon insane. Aber ich weiß nicht, es ist vielleicht ganz nice, es ist ein guter Gegenpart zu den Bot-Matches, die halt viel zu leicht sind, aber auf der anderen Seite sage ich mir halt, das ist halt viel zu hektisch und unkontrolliert. Normales Spiel, normales Dota 2 Spiel ist ja eher kontrollierbar, sage ich mal, im Sinne von, du weißt, worauf es ankommt. Du kannst vor Minute 10 nur einen Tower pushen, wenn du die richtigen Helden hast, aber hier kannst du den Tower einfach in Minute 5 downreißen, egal mit welchem Held theoretisch. Das ist so das Problem, was ich an Dota Turbo sehe, aber gleichzeitig, wie gesagt, ist halt eine ziemlich gute Alternative. Für Anfänger, vielleicht. Es kommt halt darauf an, wie man das, wie man da rangehen möchte, wie man das sieht, sage ich mal. Ja. Darum, weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall ziemlich spaßig für zwischendurch, gerade auch, weil die Matches dann auch für die Winrate zählen. Aber es ist auf jeden Fall kein Modus, den ich jetzt immer bevorzugen würde zum normalen All-Pick oder generell zum normalen Dota. Wo wir gerade beim normalen Dota sind, bei der Topic, wo sie aufgekommen ist, es gibt jetzt ein neues Ranked-System. Ein Ranked-System, was wir aus beispielsweise League of Legends kennen, dass es halt nicht mehr so ist, wie es jetzt ist, im Sinne von, du rankst einmal ein und hast die SR-MMR für dein Leben lang. Beziehungsweise musst dann halt mit dieser MMR arbeiten, die du dir halt dann in diesen 10 Kalibrations-Matches erspielt hast. Sondern jedes halbe Jahr. Also jede Season werden alle Ranks wieder resettet. Das ist dann jetzt dann in 2 Wochen auch so. Das heißt, alle Ranks werden zurückgesetzt. Sowohl wie die Hit-MMR, wie auch die richtige MMR. Das bedeutet, dass alle theoretisch wieder auf demselben Level sind. Und dass dann das Matchmaking dadurch höchstwahrscheinlich improved wird. Die Frage ist natürlich die, wiefern das improved wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es passieren könnte, dass man Dinge tut, die vielleicht nicht gut sind. Im Sinne von, da alle wieder auf demselben Level ist, ist das Ranked-System am Anfang sowieso erstmal etwas broken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Pro in einem Match bist, ist zwar gering, aber wenn, dann hast du wenig Chancen tatsächlich, wenn du im Gegnerteam bist. Ich weiß nicht, also mir gefällt dieses ganze System hinter, wir resetten das jetzt mal so, alle 6 Monate gefällt mir nicht so. Wobei es natürlich um einiges besser tatsächlich ist, als es jetzt ist, weil so hast du halt deine MMR für immer. Und wenn du halt verkackt hast, weil du, keine Ahnung, in den ersten 50 Stunden mit Ranked angefangen hast und du deswegen natürlich auch noch keine Ahnung hattest von dem Game, dann ist das halt bad für dich gewesen. Das ist gut, dass man da jetzt eine neue Chance hat. Gleichzeitig ist es halt so ein wirklicher 31er-Move von Valve, zu sagen, hey, ihr könnt mit dem TI-Compendium eure MMR resetten, beziehungsweise nochmal neu anfangen. Aber dann, 2 Monate später, kommt ein Update, wo sowieso alles resettet wird. Das sind so Dinge, die ich nicht als gut erachte, ganz blöd gesagt, aber ist halt Valve, da machst du halt dann auch irgendwo nichts, irgendwann mal, ja. Sonst so das ganze Update mit den ganzen Changes. Es sieht sehr, sehr interessant aus, gerade zum Beispiel, was man mit Anti-Mage machen kann, von den Talents her. Generell viele Talents wurden verändert, einige Helden wurden auch etwas reworked, Ancient Apparition hat ein neues Design bekommen. All das, dieser neue Modus, Ability Draft, wird jetzt auch ein bisschen, hat ein bisschen Overhaul bekommen. Im Sinne von, die ganzen Grafik und so weiter und so fort. Ah, ich bin gespannt, wie die ersten Turniere sind, sage ich so. Ja, weil
Es wird sich dann allerspätestens zeigen, wie gut oder schlecht der Patch ist, weil wenn die Pros dann einfach richtig hart reinscheißen, zum Beispiel, weil die Patches halt einfach Cancer sind, dann ja, dann ist es vielleicht ein Schritt in die falsche Richtung gewesen. Generell gibt es viele Veränderungen an Skills und Talenten, wo ich mir wirklich gedacht habe, yo, ist denn wirklich schon der 1. April? So, weil das fand ich halt einfach nicht geil. Beziehungsweise, ich fand das ein bisschen schlecht. Manche Talente, wie sie geändert wurden und Skills. Klar, es ist cool zum Beispiel, du kannst mit einer Tiny jetzt in einen Baum werfen und bla und hast du nicht gesehen. Das ist halt eine normale Fähigkeit. Aber sonstiges, dass Rave King Skelette spawnt oder das Undying zum Beispiel, was im Toten in Tombstone eben droppt und dann halt nach ein paar Sekunden wieder aufersteht oder dass, wenn man dreimal Roshan erlegt, dann Refresher aufsteht, ein einmaliger, den man dann benutzen kann. Das sind so Dinge, die ich halt irgendwie als nicht gut erachte, weil das nimmt so viel aus dem bekannten Spiel raus, dass es, ich weiß nicht, das fühlt sich halt an, als würdet ihr ein neues Spiel spielen. Klar ist es geil, dass man Neuerungen im Spiel hat, wie ich auch in einem meiner letzten Videos gesagt habe. Das war, glaube ich, sogar das PUBG-Video. Ein Spiel, was lange existent sein möchte, was langlebig sein möchte, braucht regelmäßige Updates, die viel oder zumindest etwas verändern. Neuerungen, einfach generelle Changes. Das ist natürlich dann, das wird benötigt, dass das Spiel langlebig bleibt. Darum sind halt MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 von langlebiger Natur. Oder auch manche MMORPGs, like World of Warcraft oder auch der Elder Scrolls Online oder all die anderen MMORPGs, ja, oder MMOs oder auch War Thunder beispielsweise. Oder World of Tanks, ja. Das sind alle Spiele, die halt durch regelmäßige Updates halt am Leben gehalten würden, ganz blöd gesagt. Und da gibt es halt immer Updates, die vielleicht nicht gut sind oder die halt definitiv scheiße sind. Ja, und ich finde, es muss sich zeigen, wie sich das Ganze in naher oder ferner Zukunft anpasst. Weil jetzt zu sagen, das Update ist schlecht, weil man Dota Turbo spielt, ist ein bisschen dumm. Weil es zwingt dich niemand dazu, diesen Modus zu spielen. Es ist ja nicht so, dass der normale All-Pick-Modus, den man halt so kennt, eben so umgeändert wurde, dass man Dota Turbo spielt, beziehungsweise unter denselben Bedingungen. Das ist ja nicht der Fall. Der Fall ist ja nach wie vor, das ist halt ein zusätzlicher Modus, vor allem für Anfänger, um denen vielleicht mal das Spiel zu zeigen, in relativ realistischen Bedingungen, denn Bots laufen halt im Kreis und tun Dinge und was weiß ich. Da hast du halt auch das Gefühl, dass selbst ein Anfänger halt 30-0 stehen kann bei einem Bot-Match. Aber bei so einem Match gegen echte Spieler ist das natürlich ein bisschen anders, ja. Ganz dumm gesagt, so. Also es ist so, das Update hat so gute und schlechte Seiten. Aber generell, bis jetzt überragen die positiven Seiten. Klar, es ist Day One, Never Play on Patch Day, actually, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh nein, das Update ist total schlecht. Ja? Ich meine, ich hatte auch bei dem Monkey King Update das Gefühl, dass einiges nicht bedacht wurde, weil Monkey King am Anfang zum Beispiel sehr stark war. Und mit sehr stark meine ich halt sehr stark. Und ja, das hattest du halt zum Beispiel mit dem Underlord-Update nicht oder damals mit dem Winter Wyvern-Update, ja. Auch das Arc Warden-Update war halt, was das angeht, sehr, sehr unbalanced und schlecht. Darum, weiß nicht, darum ist das so. Man muss ein bisschen abwarten, finde ich. Ja, mal einfach mal bei den Streamern vorbeischauen, wie die das Update spielen. Und warum die es so spielen, warum es so geht und bla, und einfach ein bisschen rumexperimentieren. Es ist jetzt einfach Day One und so die ersten ein, zwei Wochen, da wird, denke ich mal, einiges noch verändert werden. Oder zumindest hoffe ich das, weil manche Talente, wie gesagt, sind halt einfach broken, beziehungsweise nicht unbedingt broken an sich oder per se besser gesagt, sondern einfach. Naja, Ricky kann dauerhaft unsichtbar werden bei Level 25, selbst wenn er right-clickt.
Klar, wenn du das dabei hast, alles easy. Aber ich kann mir gut vorstellen, so in einem Low-Elo-Bereich oder gerade bei Anfängern ist Ricky halt wieder dieser Pub-Stomper geworden, wie er halt vor 2, 3 Jahren der Fall war. Das sind halt so Dinge, wo ich mir so denke, oh ja, muss das sein, Wolf? Das ist halt so, ich weiß, Dota ist nicht das balancedste MOBA und Dota will das, glaube ich, auch gar nicht sein, weil Dota steht halt irgendwo für OP gegen OP. Und wenn alles OP ist, zum Beispiel, ist es ja in den meisten Fällen auch irgendwo eventuell gebalanced. Vielleicht nicht optimal gebalanced oder sonstiges, aber es ist halt gebalanced. Und wisst ihr, was ich meine? Darum, ich denke mal, das Update macht ein paar Sachen wirklich richtig, ein paar Sachen wirklich hart fragwürdig. Aber wie gesagt, nur die Zukunft kann zeigen, wie gut oder wie schlecht das Update dann wirklich sein wird. So ein Dota Turbo Match ist nicht wirklich repräsentativ für dieses Update. Die ersten Rankeds, denke ich mal, für einen selbst oder auch die ersten Pubs werden zeigen, wie ihr zu dem Update steht. Wie gesagt, das, was ich jetzt sehen konnte, bis jetzt, ist halt nicht schlecht, aber ich würde es auch nicht unterschreiben, dass es das beste Update ist, was Dota je gesehen hat. Es ist ein Update, es gibt 2 neue Helden, es gibt viele neue Veränderungen, angefangen von Talenten, minimalen Map Changes bis zu Helden-Reworks, Redesigns. Ja, also einfach wieder ein großes Update und Dueling Fates könnte halt wieder das Update sein, was in die Geschichte der Updates eingeht, die lieber nie hätten passieren sollen, oder in die Geschichte der Updates eingeht, wo es halt gut ist. So, ja. Wie gesagt, die neuen Helden sind in Ordnung. Meines Erachtens nicht OP oder sonst was. Die Items muss man schauen, wie man sie ins Spiel integrieren kann, ob diese überhaupt jemals wirklich eine existente Berechtigung haben werden, blöd gesagt, diesem Spiel wirklich da zu sein und auch gekauft zu werden. Es ist ja immer so eine Sache, ist ein Update worth, es ist ein Item worth oder so oder halt nicht. Und bei den neuen ich will immer Updates sagen, das ist richtig krass heute. Sorry, Jungs. Ja, bei den neuen Items ist es halt so, dass es vielleicht nicht so ist, dass es. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das Update muss ich beweisen und sobald sich das Update beweisen kann, ist das cool. Jetzt sehen wir gleich das, was ich meine. So mit dem Ricky. Der ist dauerhaft unsichtbar. Wir sehen ihn hier jetzt nicht. Und da man ja hier in diesem Modus überall kaufen kann. Ihr habt ihn ganz kurz gesehen. Hier ist der Ricky hinter mir. Seht ihr das? Ich habe das kurzzeitig nicht gecheckt. Weil ich dachte, oh, neue Partikel für Necronomicon. Da habe ich zu mich gesagt, mich hier hinter mir ist ein Ricky. Dann habe ich schnell das gekauft, weil es hier geht in dem Modus. Schnell gedustet. Michi angeschrien, dass er ihn killen soll. Easy, ja. Das ist halt das Coole bei diesem Modus. Aber wie gesagt, nicht repräsentativ für das eigentliche Spiel. Ja. Was haltet ihr von dem Update? Habt ihr das schon getestet? Habt ihr das im Testserver getestet? Habt ihr das überhaupt euch schon mal angeschaut? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder sonst wohin. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und so, haut rein. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.